Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Richtig Schwanger. Heute geht es um das Thema Beckenendlagen. Was genau ist eigentlich eine Beckenendlage? Kann ich damit noch auf einem normalen vaginalen Weg entbinden oder brauche ich einen Kaiserschnitt? Bis wann können sich die Kinder noch drehen? Gibt es da Möglichkeiten, wie ich das unterstützen kann, dass mein Kind sich noch dreht? Gibt es ein erhöhtes Risiko bei Beckenendlagengeburten? Und wie häufig kommt sowas eigentlich vor? Viele Fragen haben mich dazu erreicht. Jetzt gibt es noch mehr Antworten. Viel Spaß beim Video. Nun ist eine Beckenendlage aber nicht gleich eine Beckenendlage. Das ist wie bei Menschen, die sagen, ich bin Rückenschläfer. Der eine hat den linken Arm da oben, den rechten da unten, das linke Bein rechts, links, was weiß ich. Und so ist es bei Kindern auch, die in Beckenendlage liegen. Da gibt es ganz verschiedene Varianten und ich spreche jetzt mal die wichtigsten an. Und der Klassiker bei einer Beckenendlage, der am meisten vorkommt, bis zu 60%, ist die reine Steißlage. Was heißt reine Steißlage? Wenn ich hier meinen kleinen Probanden habe und der ist jetzt mal so in der Mama drin, die Beine sind bei einer Steißlage hochgeschlagen. Das heißt, der Steiß ist der Teil, der führt und der auch zuerst geboren wird. Und diese Lage ist für eine vaginale Geburt zum Beispiel sehr hilfreich, denn man kann sich vorstellen, dass wenn beide Beine hochgeschlagen sind, dieser Bereich sehr breit ist. Und wenn der Steiß irgendwann geboren ist, muss ja auch noch der Kopf geboren werden. Und da ist es immer hilfreich, wenn der führende Teil, dazu kommen wir gleich auch noch, relativ breit ist, um das schon mal alles vorgedehnt zu haben, damit der Kopf leichter geboren wird. Als nächstes kommt mit 15% die reine Fußlage. Das ist relativ einfach. So liegt das Kind dann in der Mutter drin, die Füße kommen zuerst und dann kommt erst der Steiß und schließlich kommt dann der Kopf. Ist auch nicht geburtsunmöglich für eine vaginale Geburt, ist keine Beckenendlage, aber man kann sich vorstellen, dass dieser Teil natürlich erheblich dünner ist, der zuerst kommt, dann kommt erst der Steiß und dann kommt irgendwann der Kopf. Das heißt, das Risiko, dass da der Kopf einigermaßen schwer zu entwickeln ist, steigt natürlich. Das heißt jetzt nicht, dass man sofort den Kaiserschnitt machen muss, aber man muss das auf jeden Fall im Hinterkopf haben, im wahrsten Sinne, dass dann noch der Kopf geboren werden muss. Bei der reinen Fußlage ist es so, wenn ein Blasensprung vonstatten geht und der Muttermund von der Frau noch nicht eröffnet ist, dann würde man tatsächlich sagen, hier ist es besser, einen Kaiserschnitt zu machen. Und oder, wenn der Muttermund schon eröffnet ist, die Füße sind quasi jetzt schon in der Scheide sichtbar, aber der Steiß, der ist noch über den Beckeneingang, der kommt und kommt nicht tiefer, dann müsste man auch sagen, hier ist ein Kaiserschnitt die bessere Wahl, weil irgendwo hängt es ja jetzt schon am Steiß und wie gesagt, da muss irgendwann noch der Kopf durch. Deswegen würde man hier auch sagen, okay, zuerst Kaiserschnitt. Beste Case ist aber, Füße werden geboren, Muttermund ist vollständig und auf einmal ist der Steiß auch schon in Beckenmitte und dann ist überhaupt kein Problem. Dann kann man auf jeden Fall eine normale vaginale Geburt anstreben. So, das waren die zwei häufigsten und jetzt kommen die etwas putzigen Dinge. Das Kind kann nämlich auch ganz andere Sachen machen. Als nächstes, ich glaube bei 10% liegt das auch, ist die unvollkommene Steißfußlage. Und die unvollkommene Steißfußlage sieht ungefähr so aus. Ein Bein ist hochgeschlagen und das andere Bein ist so ein bisschen angewinkelt. Der Fuß ist also neben dem Steiß. Und das andere, habe ich das richtig? Genau, ist hochgeschlagen. Vielleicht sieht man es so ein bisschen besser. Es ist relativ schwierig, hier das zu basteln. So ist er ganz gut. Ein Bein hochgeschlagen, eins angewinkelt, der Fuß liegt neben dem Steiß des Kindes. Das ist eine unvollkommene Steißfußlage. Und hier kann man sich wieder dran orientieren. Dieser Bereich ist jetzt ja wieder relativ breit, relativ dick. Das heißt, der kommt zuerst in der Geburt nach unten. Und das ist ganz gut, wenn das hier breit ist, denn der Kopf muss ja auch noch durch. So schlecht ist das gar nicht für eine vaginale Geburt. Trotzdem gibt es Risiken, dass man sich da Extremitäten oder dass das Kind sich Extremitäten einklemmt oder auch die Nabelschnur einklemmt. Auch da ist es wieder so, die Risiken muss man kennen, die muss man wissen. Aber es ist noch keine Indikation, gleich einen Kaiserschnitt zu machen. Dann gibt es noch eine Variation zur unvollkommenen Steißfußlage, ist die unvollkommene Fußlage. Und der Name ist hier auch Programm, ein Bein ist wieder nach oben geschlagen und das andere ist nicht wie bei der unvollkommenen Steißfußlage angewinkelt, sondern ist auch gestreckt. Das heißt, so sieht das aus, auch relativ lustig, wird bestimmt mal irgendwann Leichtathlet, Hürdenläufer oder sowas. Und die Diagnose dieser Lage gibt es erst nach gesprungener Fruchtblase. Denn wenn man sich vorstellt, hier ist noch eine Fruchtblase drumherum, dann kann man diese Diagnose eigentlich gar nicht stellen. Man sieht es erst, wenn die Fruchtblase gesprungen ist und der Fuß einmal nach unten fällt. Und auch hier gilt, was wir vorhin schon hatten, wenn der Muttermund jetzt noch nicht ganz eröffnet ist, es kommt zum Blasensprung, es kommt zum Fußvorfall quasi, dann ist das eine bessere Indikation, einen Kaiserschnitt zu machen. Und außerdem, wenn der Steiß mal wieder auf Beckeneingang ist, also nicht runterkommt, dann müsste man auch eher den Kaiserschnitt machen. Die gerade genannten Variationen kommen alle so 10-15% vor. Jetzt kommt eins, das kommt bis zu 4% vor. Das ist die vollkommene Steißfußlage. Das heißt, wir hatten das vorhin schon mal eine Variation. Das Kind ist quasi in einer Hockstellung. Die Knie sind angezogen, die Füße liegen neben dem Steiß. Und wie auf dem Pott hängt das Kind jetzt da in der Mama drin und ist so in der Hocke. Auch das ist überhaupt kein Problem, denn hier ist wieder ein relativ breiter Bereich. Ich mache mal den Arm hier weg.
relativ breiter Bereich, der durch das Becken durch muss und dann kommt erst der Kopf. All das ist ja, wie wir schon gelernt haben, gar nicht so schlecht für eine vaginale Geburt. Also es gibt da ganz viele Variationen und es ist ganz hilfreich, das vorher zu wissen. Manchmal kann man es nicht wissen, gerade wenn ein Blasensprung vonstatten geht und die Druckverhältnisse sich dann ändern und dann doch ein Fuß oder beide Füße runterfallen, muss man ganz genau gucken, wie weit ist der Muttermund, wie ist der Geburtsfortschritt, um dann zu sagen, klappt das vaginal oder klappt es nicht. Grundsätzlich kann man fast jede Beckenendlage vaginal gebären in einem Zentrum dafür. Wichtig ist nur, wie ich finde, dass man das auch irgendwo sich zutraut, dass man das möchte. Wenn man sich dagegen sträubt, ist das immer nicht die beste Voraussetzung. Das heißt, man muss ein offener Mensch sein, der sich das zutraut und sich auch geborgen fühlt in den Händen von so einem Zentrum. Was gibt es jetzt eigentlich für Gründe oder auch Ursachen für eine Beckenendlage beim Kind? Das ist natürlich immer die große Frage, wenn die Frauen kommen, haben eine Beckenendlage, woran lag es, habe ich irgendwas falsch gemacht, konnte ich da irgendwas für? Und es gibt zwei Dinge, die sind so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz, das sind erstens die Frühgeburten. Wenn es zu einer Frühgeburt kommt, kann es einfach sein, dass das Kind noch nicht genug Zeit hatte oder es sich noch gedreht hätte, aber es kam zur Frühgeburt und deswegen war es auch eine Beckenendlage vorerst. Die Kinder müssen sich nicht direkt in Schädellage gedreht haben in der frühen Woche, sondern können das auch erst noch später machen, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber wenn es natürlich zur Frühgeburt kommt, dann ist es noch die Beckenendlage und deswegen ist das sehr, sehr oft bei Frühgeburten der Fall. Der zweite Grund, nimmt gleich die anderen Gründe so ein bisschen vorweg, ist bei einer Mehrlingsgeburt. Wenn wenig Platz in der Gebärmutter ist, dann kann es auch sein, dass ein Kind, was in Beckenendlage liegt, nicht mehr den Platz hat, sich zu drehen, nicht mehr in Schädellage zu drehen. Gibt es also auch gehäuft bei Mehrlingsschwangerschaften. Dann gibt es noch so zwei, drei Punkte, die logisch sind. Wenn zum Beispiel ein großes Kind im Bauch ist oder aber wenig Fruchtwasser oder die Kombination aus beiden, ist natürlich logischerweise auch die Schwierigkeit da, dass das Kind sich noch dreht, weil es einfach wenig Platz hat. Weitere Gründe können zum Beispiel sein, eine sehr, sehr kurze Nabelschnur. Auch das gibt es, da kann man überhaupt nichts für. Das ist angeboren. Wenn die Nabelschnur zu kurz ist, dass das immer wieder ein Widerlager gibt, dann kann es sein, dass das Kind sich nicht von selbst in die Schädellage drehen kann. Dann gibt es noch solche Anomalien. Manche Frauen haben eine Gebärmutter, die sieht nicht so aus wie eine Birne, sondern so ein bisschen herzförmiger. Und wenn das Kind in so einem Horn liegt, hat es natürlich auch nicht den großen Platz und auch nicht den Platz, sich in Schädellage zu drehen. Auch noch ein Grund dafür. Und als weiterer Grund gibt es auch noch ungünstige Lagen von der Plazenta, von dem Mutterkuchen an sich. Auch das kann ein Hindernis sein bei der Drehung des Kindes, sodass das Kind in Beckenendlage liegen bleibt bis zum Ende der Schwangerschaft. Das sind alles Gründe, die kannst du gar nicht beeinflussen und ganz oft weiß man das auch erst nach der Geburt. Wenn man sieht, das Kind hatte eine kurze Nabelschnur oder wenn man einen Kaiserschnitt macht und sieht, da war eine Gebärmutter, die hatte so ein Horn oder der Plazenta lag einfach nicht gut, dann gibt es erst die Gewissheit und dann weiß man erst, woran lag es. Und ganz, ganz oft, das muss man auch noch dazu sagen, weiß man es einfach nicht. Kommen wir als nächstes auch direkt zu den Risiken einer spontanen Beckenendlagengeburt. Warum ist das eigentlich so eine Besonderheit? Warum achten alle Leute auf spezielle Dinge und warum muss man da in gewisse Zentren auch fahren, wenn man das machen möchte? Es gibt da einfach zwei, drei Punkte, die man beachten muss und wo das Risiko auch ein bisschen erhöhter ist als bei einer Schädellagengeburt. Wir fangen mal oben an. Zum Beispiel ist das Risiko höher, wenn man einen Blasensprung hat, dass sich die Nabelschnur einklemmt. Allein aus dem Grund, weil wenn es eine Schädellage ist, unten ist der Kopf, oben ist quasi der Steiß mit dem Bauch und auch der Nabelschnur, ist das viel weiter weg von dem Muttermund, wo sich das einklemmen kann, als bei einer Beckenendlage. Da ist genau die Nabelschnur hier, die läuft hier so lang und wenn es jetzt zu einem Blasensprung kommt, ist die Wahrscheinlichkeit da einfach ein bisschen höher, dass das einklemmt. Weiterer Grund, und das finde ich immer auch sehr, sehr logisch, ist, dass das natürlich eine erschwerte Geburt des Kopfes ist. Denn bei einer Schädellage dehnt natürlich der Kopf über Stunden erstmal den Muttermund vor und alles, das ganze Gewebe ist dann vorgedehnt, sodass der Rest relativ leicht kommt. Wenn man das Ganze umdreht und der Steiß kommt zuerst, der Steiß hat einen geringeren Durchmesser, ist also ein bisschen weniger breit. Und wenn der dann durch ist, dann denken alle schon, oh super, hat geklappt, toll, die Geburt ist schon fast zu Ende. Und dann kommt aber noch der größte Teil, der Kopf. Und wenn der da oben stecken bleibt, dann haben alle Beteiligten ein Problem. Erstens kann das Kind sich quasi selbst die Blutzufuhr so ein bisschen abdrücken. Zweitens kann es durch die Stauung und auch den Druck zur Hirnblutung beim Kind kommen. Und drittens kann es bei solchen Geburten auch zu einer Plexuslähmung kommen. Was genau ist denn eine Plexuslähmung? Jeder Mensch hat hier oben in der Schulter ein Nervenbündel, das wird Plexus genannt, der da austritt und den Arm versorgt quasi. Dass wir das alles machen können, dass wir die Empfindungen am Arm haben. Und da man bei einer Beckenendlagengeburt, falls das Köpfchen erschwert zu lösen ist, auch Bewegungen machen müssen, die hier ganz schön dehnen können und auch hier was verletzen können, ist da einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass da Nervenstörungen vonstatten gehen, die im schlimmsten Falle zu langfristigen Lähmungen führen können. Das sind alles Risiken, die auftreten können, nicht auftreten müssen. Das heißt nicht, dass jede Beckenendlagengeburt in solchen Dingen enden, aber die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen höher als bei einer Schädellage und deswegen ist das Ganze auch eine Risikoschwangerschaft und eine Risikogeburt. Kommen wir als nächstes zu den Dingen, die man machen kann, um die Beckenendlage abzuwenden.
oder quasi das Kind nochmal zu wenden in Schädellage. Es gibt Dinge, die du zu Hause tun kannst und es gibt Dinge, die wir Ärzte tun können, um das Kind noch von Beckenendlage in Schädellage zu drehen. Und beginnen wir direkt mit Dingen, die du zu Hause tun kannst und starten mit der indischen Brücke. Die indische Brücke ist eine Gymnastikübung, muss man fast so sagen. Man kennt es vielleicht aus dem Schulunterricht von früher noch, wo man so in diese Brücke geht, das Becken hochlagert und dadurch die Schwerkraft versucht, sich helfen zu lassen, dass das Kind wieder in Schädellage rutscht. Ich selbst mache das jetzt hier nicht vor, weil sonst liege ich hier irgendwie quer in Beckenendlage auf dem Boden, schmerzverzerrtes Gesicht. Ihr könnt das gerne mal googeln, euch die Bilder angucken oder auch die Videos dazu, wie das Ganze läuft, wie oft man das am Tag machen sollte. Und es hat schon vielen geholfen, deswegen Schaden tut es auf keinen Fall, probiert es einfach mal aus. Wer kennt Moxen schon? Die Leute, die schon mal Beckenendlagen versucht haben, mit Moxen zu drehen, werden sich dunkel erinnern, auch an den Geruch erinnern. Das ist, kommt aus der chinesischen Heilmedizin, ist nur eine Art Zigarre, möchte man es fast nennen, die durch Wärme und diesen Geruch quasi dazu führen soll, an speziellen Körperpunkten, dass das Kind sich dreht. Probiert es aus. Auch das kann nicht schaden, kann nur helfen und es gibt einzigartige Erinnerungen an den Geruch. Und als dritten Punkt, ich habe das in vielen Videos vorher schon mal erwähnt, dass ich früher da gar kein Fan von war, beziehungsweise da nicht dran geglaubt habe, Akupunktur. Akupunktur, jetzt ganz hoch auf meiner Agenda im Kurs, weil es mir den Nackenschmerzen genommen hat, kann helfen, das Kind in Schädellage zu bringen. Ihr könnt euch einfach mal mit der Hebamme austauschen, ob sie jemanden kennt oder ob sie sogar selber machen kann mit der Akupunktur. Es kann helfen, es kann nicht schaden und deswegen sollte man es auf jeden Fall probieren, bevor wir Ärzte tätig werden. Was gibt es jetzt noch für andere Optionen bei einer Beckenendlage? Wenn die Frauen bei einem Geburtsplanungsgespräch zum Beispiel zu mir kommen, haben eine Beckenendlage, dann stelle ich eigentlich immer so 3 bis 4 Optionen vor, die es gibt. Erste Option ist die äußere Wendung. Äußere Wendung, Name ist Programm, es versucht also ein Arzt oder eine Ärztin, das Kind von außen über die Bauchdecke so zu drücken, dass es von automatischem Purzelbaum macht, dass es quasi in die Schädellage zurückgedrängt wird. Dafür gibt es spezielle Zentren, viele Kliniken bieten das an und machen das auch. Dabei müssen spezielle Kriterien erfüllt sein, man braucht also vorher nochmal ein Vorstellungsgespräch, braucht einen Ultraschall und dann kann man so etwas mit den Paaren planen. Das ganze Thema äußere Wendung ist so groß, dass es wahrscheinlich ein eigenes Video füllen würde. Deswegen kann ich da nicht mehr drauf eingehen. So etwas gibt es aber. Einfach mal informieren, was da in eurer Nähe so gibt, ob man eine äußere Wendung bei euch machen kann. Als zweite Option, ganz klar, ist die vaginale Geburt einer Beckenendlage. Das ist möglich, das können wunderhübsche, ganz tolle Geburten sein. Auch hier müssen spezielle Voraussetzungen gegeben sein. Auch hier muss man in ein Zentrum fahren, die das oft machen, die Handgriffe kennen. Es wird vorher aufgeklärt, es wird besprochen, es wird auch ein Ultraschall gemacht. Beckenendlagengeburten können eine ganz tolle Sache sein, würde ich mich auf jeden Fall informieren. Ich habe es anfangs schon erwähnt, man muss sich das zutrauen, man muss das wollen, man muss sich das vorstellen können, wie sowas abläuft. Dann ist man gemacht für so eine Beckenendlagengeburt. Dritte Option, auch die ist natürlich immer im Raum, unser Plan B, wie ich ihn immer nenne, der Kaiserschnitt. Wenn jetzt irgendwelche Voraussetzungen nicht stimmen oder du hast irgendwelche Risikofaktoren, die das verhindern, kann man natürlich immer den Kaiserschnitt planen. Beckenendlage ist auf jeden Fall ein Grund, einen Kaiserschnitt zu machen, aber es sollte auch hier so ein bisschen der Plan B bleiben. Wenn die ersten zwei Optionen überhaupt nichts für euch sind oder gar nicht in Frage kommen, dann kann man natürlich den Kaiserschnitt machen. Und als letzte Option, das immer so ein bisschen in Klammern und mit einem kleinen Witz, sage ich den Frauen immer, am besten ist natürlich dem Kind gut zuzureden, weil bis zum Schluss kann es sich wirklich noch von alleine drehen. Wir haben es schon mal, dass Frauen einen Kaiserschnitt geplant bekommen haben, organisiert haben, die kommen am Tag. Wir machen nicht umsonst nochmal kurz vorher einen Ultraschall und dann hält man den Ultraschallkopf drauf und sieht, ups, Schädellage. Wir blasen alles ab, schicken die Frau nach Hause und die kommt 2 Wochen später und hat ganz normal Wehen und kriegt ihr Kind auf normalen, spontanen Weg in Schädellage. Also das gibt es auch, dann nicht verzagen, so ein Kind kann sich bis ganz zum Schluss auch noch drehen. Klar, die Wahrscheinlichkeit, die geht hinten raus so ein bisschen runter, dass sich so ein Kind noch dreht, weil die Fruchtwassermenge einfach ein bisschen abnimmt, das Kind immer größer wird. Aber nichtsdestotrotz kommt es vor und wenn dem so ist, ist die Freude natürlich bei allen Beteiligten ganz groß. Dann hat das Kind gut zugehört und hat sich dann von alleine in Schädellage gedreht. Das war das Video zum Thema Beckenendlagen und Beckenendlagengeburten. Ich hoffe, du bist jetzt einigermaßen gut informiert. Wenn dem so ist, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Abonniere diesen Kanal, adde mich auch bei Facebook und Instagram, um gar nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß beim Weiterbrüten. Ciao.